Oh, Schnitt für YouTube. Dann können wir nämlich hier weitermachen. Auf der Jagd nach den Hafen von Kertolde. Grimbartolde? War nicht Grimbartolde irgendwas aus Herr der Ringe? Irgendwie, die Namen sind auch alle irgendwie identisch. Hier ist Schnee. Das sind wirklich die Wikinger. Alter Schwede. Wie geil ist das denn bitte? Nur wie komme ich denn da hin? Wo immer ich hin will. Pac-Man sagt, ich muss zurück. Ich sollte vielleicht den Pac-Man folgen. Weil wegen... Und überhaupt... Alter, ich krieg gerade irgendwie Bock, irgendwelche solche Filme zu gucken. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon mal so ein Schnellreisemoped. Mehr Teufel muss zum Begräbnis fertig sein. Sonst schickt Kraft uns mit Bran auf die Reise. Zeit, dass sich jemand darum kümmert? Ja, möchte wissen, wo sie sie aufstellen. Warum kann ich heute nicht spielen, Papa? Wir müssen zum Hafen. Achso, hier gibt's erstmal Quests. Ich? Na dann, wem muss ich helfen? Dir? Warum? Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich hab nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Gut, ich helfe dir. 15 ich bin Erfahrungspunkte, oft genug Mann. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Ich wollte immer mein Bestes, mein Geld, natürlich. Armleuchter. Man Penner, von weit, beleidige mich nicht. Unsere Zeit. Jetzt bin ich immer gespannt. Das musst du dich tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Wie
grausam. So ein junges Mädchen. Irna sollte es sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Still. Das ist Ihre Entscheidung. Okay. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du riechst wundervoll. Geralt, wir sind hier auf einer Beerdigung. Du riechst wundervoll auf dieser Beerdigung. Entschuldigung. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste in Skellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. In jedem Hafen. Das ist unglaublich mit diesem Witcher. Gerd, er ist ein Frauentyp. Ihn haben Frauen lieb. Hast du was in Velen herausgefunden? Ja. Die Schrift stört. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Druiden niemanden auch nur in die Nähe. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen.
Ist das übrigens das alternative Aussehen für Jennifer, was ich runtergeladen habe? Ich werde zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Jen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Jupp, ist alternativ. Okay, danke. Weil ich hätte sonst nicht gewusst, wie ich das aktiviere. Aber dann mit dem Runterladen ist es wohl aktiv. Alter Schwede, die Strapse und Lederdings und Bums sieht nach Bums aus. Wie konnte ich das umschalten? So, okay. Das heißt, wir werden uns mal umziehen, denn wir wollen ja Jennifer gefallen. Wir sind ja ein guter Hexer. Ach, und wir sind Stufe 20. Das ist auch schön. Moment, da muss ich mal ganz kurz hier einen Punkt reinpunkten. So, aber da war jetzt nichts freigeschaltet, oder? Nee. Kommt tatsächlich erst mit 22, okay. Quests gab's hier nicht. Oder ich meine, doch, da gibt's ein Anschlagbrett. Ja gut, dann machen wir einen kurzen Abstecher hier zum Anschlagsbrett. Wir gucken natürlich auch, ob es Hauptaugenmerk auf Hexeraufträge gibt. Hier ganz coole Bosskämpfe, diese Trophäen, die wir an Plötze hängen können. Und auch XP, die mache ich auf jeden Fall. Ja, ob ich jetzt weiterhin noch jede Nebenquest mache, gerade die, wo wir schon zu hoch sind, sei jetzt erstmal dahingestellt. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. So. Fliegende. Ah, hier wieder Kloppen ins Gellige. Teil 38. Ja, super. Gewinnt. Ah, schon wieder Gewinnt. Immer dieses Gewinnt. Achso, hier ist wo? Ja, hier. Komm ich nie rein. Achso. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon gern geräumig. Und luxuriös. Und dann brauchen wir hier irgendwo... Ja, das sieht doch nach Kiste aus. Gut. Dann ziehen wir uns mal um. Inventar. Was haben wir denn hier? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Handschuh? Gab's da auch Handschuh bei? Anscheinend nicht. Na gut. Bleibt's dabei. Was habe ich denn jetzt ausgezogen? Achso, die drei Sachen. Sieht das besser aus? Alter, das sieht ja noch schlimmer aus. Und die Hose? Da sieht man nicht viel Unterschied. Ich glaube, ich bleibe bei der. Egal. Also, wir haben uns schick gemacht. Wir können aufbrechen. Immer würde ich das nicht tragen. Aber was tut man nicht für seine... was ist Jennifer eigentlich für mich? Muss man nicht wissen. Rumtreiber. Dann gehen wir mal essen auf den Toten. Nana. Ich will nicht wissen, was er mit geräumig meint. Naja, weißt du doch, Wurst und Turnhalle. Also, und so. Nana. Habe ich nie gesagt. Nur einen Schluck trinken. Lugos, der Irre? Verdammte Lüge! Der war an dem Abend in der Taverne, blau wie ein Bootsmann. Hey da, Hexer. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Björk. Singt der auch? Ach nee, die hieß Björn. Björn Björk? Was weiß ich, wir reden mal mit dem. Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen, du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen.
Lass mich raten. Kriegen wir hin. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Ich hab dich gar nicht gesehen. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Djäblen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Gut. Können wir nachher gucken, welche Stufe? Na, sieh mal eine an. Habe ich nicht Dark Funeral? Doch, habe ich. Und wenn nicht, sei gegrüßt. Viel Spaß. Weiterhin. Und überhaupt. Ja, sorry, dann habe ich es übersehen. Der Planet Kubus habe ich auch nicht gesehen. Nur als ihr ihn begrüßt habt, das habe ich gesehen. Und habe ich gedacht, wen begrüßt ihr denn da? Bis ich ihn dann gesehen habe, dass er auch Hallo geschrieben hat. Sorry. Pass bloß auf, Weißer. Oh, ist hier auch noch was drin? Was sind wir hier? Achso, hä? Das war ein sehr langgezogenes Dorf hier an der Küste. Überhaupt ein Toastbrot. Oh toll, jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Super. Das war gerade schon so schönes Wetter hier und jetzt schneit's. Pass auf, wo du hintrittst. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Was ist das für eine Burg? Ist blass. Gestern auch gesoffen. Ja, das ist wieder Sorry Dark Funeral, aber du sagst es schon richtig, da kommt dann halt tatsächlich der Spielbetrieb in mir durch und der leidenschaftliche Gamer. Und, an manchen Stellen, wie zum Beispiel bei der Beerdigungsszene, da wollte ich dann halt auch gerade nicht drüber reden. Da kann halt eben schon mal passieren, dass ich... Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis eines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Was glaubt ihr, wie alt soll die Frau sein? Also jetzt nicht Jennifer, sondern die, mit der sie gerade geredet hat. Weil ich habe irgendwie das Problem, für mich jetzt, dass die Stimme und die Optik irgendwie nicht zusammenpassen. So ganz und gar nicht. Von dem, was ich so optisch sehe, würde ich sie auf die heutige Zeit bezogen auf 40 schätzen, Mitte 40. Lass es vielleicht für die damalige Zeit Mitte 30 gewesen sein. Aber von der Stimme klingt sie halt für mich wie eine 50- oder 60-Jährige. Sehr komisch. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Ich finde, es passt nicht. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Wie? Das ist ja nicht meine Kleidung. Ich habe mich auch umgezogen. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Okay, Grimm sagt auch, dass es irgendwie Unterschiede gibt zwischen Aussehen und Stimme. Irgendwie schon, ja. Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Wie die Hose? Ich habe auch eine andere Hose an. Ich habe nur die Handschuhe an.
Ich hab nur die Handschuhe an. Ach, oder war das eine Loothose, die ich gefunden habe? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wie hieß denn die Hose? Westhose von... Nö. Ich will die Hose eh ausziehen. Schnell. Verstehst du, ne? Hier. So, wo muss ich hin? Und? Was habt ihr zum Abschiedsfest mitgebracht? Brot. Schafskäse. Unser Wagen ist voller Beute. Den Schwarzen abgenommen haben. Ja, Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Muss schon sagen, er steht dir. Mein Reden. Das Loch denkt euch jetzt weg, aber der Rest mein Reden. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kret sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Oh Mann, oh Mann. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjörn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Spicy Stew, komm gut ins Bett, mein Lieber. Hat die ihren Namen eigentlich genannt? Oder habe ich den wirklich nur nicht mitbekommen? Wir sitzen offenbar nur mit Jarls Söhnen zusammen. Ceres Ancret ist eine Jarls Tochter, Geralt. Jarls Töchter sind Jarls Söhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch. Denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg rausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt das wäre schlimm. Als Zeichen des Glück habe ich das nicht. Baumstumpf gehabt Sickness. Hast du dir am Feuer deine Hühnerknochen gewärmt? Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle. Was und denn? Den Hexer auch. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht? Geralt? Gern. Wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Und ich hab schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's! Das wird doch nichts werden. Das wird nichts werden. Allein schon die Einschränkung, ich darf den Weg nicht verlassen. Innerhalb der ersten 2 Meter falle ich doch schon vom Pferd. Oder zu Fuß. Da sind wir. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Okay. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Wollen wir um was wetten, Lugas? Ach, scheiß Idee. Kannst du dir eh nicht leisten. Los! Zeig mir, was du kannst, Monsterschlechter! Oh Gott, das kann ich nicht.
Ja doch, ich bin richtig. Alter! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell! Ich bin falsch. Wo ist denn richtig? Ach, wieso sagt mir denn keiner, dass ich falsch bin? Zeig mir, was du kannst, Monsterschlecht. Ja, ja, ich sollte vielleicht die Minimap lesen. Wird alles einfacher sein mit Minimap lesen. Alles einfacher mit Minimap lesen können. Oh Gott, ich falle hier runter. Eigentlich habe ich ja nach den Regeln von der schon verloren. Weil, wegen, ich habe den Kurs verlassen. Beeil dich, alter Mann. Ja, ja, Ruhe, chill. Das ist anstrengend. Finger tut schon weh. Mein Finger tut schon weh. Jetzt nimm das Ding. Uiuiuiui. Gewonnen, aber nur um Haaresbreite. Spielt keine Rolle. Man gewinnt oder verliert. Und ich habe verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus. Ja. Au. Ah. Gott, oh Gott. Das ist fast so schlimm wie dieses Steam Summer Sale Spiel, wo du einfach nur die Maus penetrierst, indem du einfach nur diesen linken Mausbutton auf diese komischen Kreaturen dödelst, in der Hoffnung nach einer halben Stunde rumklicken, keine neue Maus kaufen zu müssen, aber dafür irgendeine Karte für den Steam Summer Sale zu bekommen. Alter Schwede, ey. Ich werd alt. Muskelkater vom Spiel. Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ich hab verloren. Gegen einen Hexersperber. Hätte jedem von uns passieren können. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Auf Zirks. Met und einen Krug für den Mann. Auf Bran. Möge es ihm im Jenseits an nichts fehlen. Auf meine wunderschöne Begleiterin. Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Einmal die Tür durchstoßen hat, ist sie auf und dann geht sie auch nie wieder zu. Schämst du dich nicht? Wo ist die Tür? Warum sollte ich? Eine Königin soll ihren König auf seinem Gast. Was hast du in den Innereien des Tieres gesehen? Die Götter sind uns nicht wohlgesonnen. Welches Level bist du denn? Ich glaube, ich war Level 17. Da habe ich ausgemacht, weil dann tat mir die Hand weh. Geht gar nicht. Sag mal, Lukas, warum schickst du da. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yardona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab, steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Diese Dialoge. Genug. Das lernen wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Ich dachte, die Skelliger hätten während der Festlichkeiten einen Waffenstillstand. Ich kenne die heiligen Bräuche, aber ich werde nicht kampflos zusehen, wie Lugos Hindasfjall überfällt. Vor dir hat keine Angst, Dona. Schon bald werde ich deine Priesterinnen ficken, aus deinem Krug trinken und auf deinen Tisch scheißen. Kannst die Kerzen für mich brennen lassen. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Moment. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft. Na endlich. Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Na los, Missgeburt. Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist.
Bänke weg! Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft! Gegen den alten Mann. Der stirbt doch gleich schon an Altersschwäche. Ich reiß dir den Lüssel ab, du Made! Vielleicht auch doch nicht. Der ist Level 30. Wie hat denn der das geschafft? Was? Ich, Kacke. Wenn du es nicht tust, das geht nicht. Das geht nicht. Ich, SOS. Hilfe! Hier ist die Tür. Ich will gehen. Na gut, aber der scheint zu gehen. Muss nur blocken. Aua! Und sehen, wann er schlägt, das wäre der Vorteil vom Blocken. Hol hier in die Fresse, Weißer! Hau ihn zu Brei! Okay, okay, okay. Aua! Aua! Mit einem Schlag in die Fresse, Tritt in die Fresse. Oh, Entschuldigung für diese Ausdrucksweise. Das ist das böse. Hast echt gut ausgeteilt. Sehe immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Ja, das wusste ich ja nicht vorher, Ceran. Schon gut. Vergiss es einfach. Ja, jetzt kommt so ein Level 30 Boss-Opa. Männer prügeln sich nun mal. Bloodborne. Reich mir die Hand, Hexe. Das war's wert. Hexe, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Ich trinke nicht. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd muss ja authentisch davon, sein. Dass er einen Hexe in den Spukleuchtturm bringen will. Im Spiel. Entschuldigung. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Die haben auf unseren nächsten. Klar, lass uns einen heben, Lugos. Was spricht schon gegen ein Schlückchen in guter Gesellschaft? Nichts, aber denk dran, dass wir nachher wichtige Dinge besprechen müssen. Nüchtern. Oh mein Gott. Ich denk dran. Trinke so, wie du kämpfst, dann werden wir Spaß haben. Auf Bran! Ja, gleich die Pulle mit dabei. Lugos den Irren und seinen Irrsinn. Hasi, ich trinke nicht so viel. Tut uns leid. Passt schon. Wir sollten noch mit ein paar anderen Gästen reden. So, jetzt müssen wir durch die Tür. Hasi, bist du böse? Ich hab doch gar nicht so viel getrunken. Ich kann auch noch gerade gehen. Und wohlgeformte und deutsche jetzt? Sätze reden. Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Ich nehme an, Moissach ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Was? Komm, Ouroboros? Woher kenne ich den denn? Den kenne ich irgendwoher. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Oh, hier gibt's aber ganz viel Zeug. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir alles kaputt. Ich wollte sagen, nehmen wir alles mit. Ich weiß ja nie, wofür man das alles hier brauchen kann. Ah, da war auch noch was. Ja. Ja, Resident Evil war das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwo erkenne ich das. Film, Serie, Spiel. Kerzen anmachen. Alles mit. Hier ist nichts. Das ist viel. Einfach mal die ganze Vorratskammer ausplündern. Alter, wie viel? Entschuldigung wieder für die Alters, aber es ist halt wirklich so viel, was man dann hier looten kann in diesen Vorratskammern. Loot!
Ihr wisst ja, dass ich halt lieber solche Klamotten dann im Kampf benutze, als, danke. Aber ich glaube, mittlerweile müssen wir auch so viel Schnaps haben, weil wir den kaum benutzen. Also für diese alchemistische Alkohol-Hest-Dingsbums wiederherstellungsgedöns. Aber lieber haben als nicht haben. Psst, wachen. Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen, auf der PS4 mal. Und starre Zwitscher. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen. Goldfinken trällern. Und Kraniche rufen. Während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Den Dialog hatten wir aber schon mal irgendwo. Moment. Weiter looten. Das war nah dran. Wir kommen bestimmt noch näher ran. Dran. Was ist das? Fenster? Fenster zum Hof? Also. Die lässt sich nur schwer öffnen. Von der Logik her sind wir zig Ebenen nach unten gegangen. Wo sind wir? Im Keller? Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacks Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Ich loote erstmal. Ja, wobei Resident Evil 4 und 5 habe ich schon nicht mehr so toll gefunden. 4 ging noch, 5 war schon nicht mehr ganz so toll. Waren wir hier schon? Wir waren hier schon, klar. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Ja, toll. Und ich? Will das auch können. Wenn du. Stimmt mal, da hast du recht. Das kann gut sein, du hast recht, das kann gut sein. Ich erinnere mich, dass da irgendwas in dieser Packung war. Müsste ich vielleicht mal ins Laufwerk legen. Das kann gut sein. Da war eine Karte bei. Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem ein so lebendig aus. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Bär. Wir hatten einen, Kerr Morhen. Ach bitte. Ist das hier wieder Gift? Käsegift, Neckargift. Kopulierende. Ach nee, die kopulieren ja gar nicht. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Was muss ich hier machen? Ach, da ist eine Schale. Das Herrschergefäß. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moissack erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Ach ja. Naja, dann. Haben wir hier noch irgendwas? Oder haben wir jetzt hier alles erkundet? Ach, hier ist noch eine Tür. Ah. Was ist passiert? Guck jetzt nochmal bei mir. Technisch. Ich hab mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Keinen einzigen Framedrop-Zeit. 22 Uhr. Die Tiere, sie sind lebendig. Jen, pass auf. Oh oh. Was? Monsterbär. Sie kommen näher. Sie sind Monsterwolf. Ich hoffe, ich halluziniere. Das ist doch ein Witz, oder?
Achso, die sind... Ach, das sind wirklich nur Illusionen. Na dann, bin ich ja beruhigt. Ich dachte jetzt schon... Ja, ich kriege hier einen Schock, ey. Um die Monster-Mobs-Möpse. Hier riecht es. Ach, der Bär lebt wieder. Was muss ich machen? Siege die aggressiven Bestien. Ja, ja, machen wir. Kriegen wir hin. Läuft. Die sind ja nur Illusionen. Alles Einbildung von den Magic Mushrooms. Garantiert. Da kommt der letzte Bär. Hallo Bär. Muss dich rasieren. Der Bär ist weg. Und jetzt? Jetzt werden wir ohnmächtig, natürlich. Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moissacks Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Das hat sicher seltsam ausgesehen. Die harten Trainingsjahre in Kaer Morhen haben sich endlich ausgezahlt. Du hast hier fast alle ausgestopften Tiere besiegt. Bitte. Gut. Wir haben die Tierpräparationsprüfung bestanden. Die Tür ist auf. Die macht sich lustig über mich. Das finde ich wiederum nicht lustig. Lass uns reingehen, Geralt. Die Frage von, Jetzt versuche ich gerade das, was Hayesman geschrieben hat, zu verstehen. Achso, du hast versucht zu subben. Kommst dahin, wählst aber die Zahlungsmethode auf und dann lädt es sich zu Tode. Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Wobei ich jetzt nicht weiß, was du meinst mit Telefon. Also Telefonrechnung wird es wahrscheinlich heißen, oder? Keine Ahnung. Also ich habe es einmal über Chrome gemacht und einmal über den Internet Explorer. Beide Browser haben funktioniert. Wie hat... Probier es einfach irgendwann dann nochmal aus. Vielleicht ist da gerade ein Engpass. Keine Ahnung. Ein Brief mit Moissacks Siegel an die Druiden. Er warnt sie vor dir, diese dreiste Manipulantin. Die Märchen der Skelliger über die wilde Jagd. Die Inselbewohner glauben, dass die Geister... Eine Pfeife. Offenbar führt Moissack hier echten Tabak ein. Wie? Kann man auch falschen Tabak einführen? Er scheint leichte Kost zu mögen. Die Leiche von Neuferhand, von Sascha Haley. Was hier? Ein Labor, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. Ja, das können wir untersuchen wollen, bitte. Hallo? Eine Ziege aus Lindenholz. Darauf steht, für Onkel Mäuse. Oh, Excalibur. Schnitzerei der... Ein Schwert in einem Stein. Das Ding fleht mich an, es rauszuziehen. Natürlich. Es steckt nicht im Stein, siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Ja, da haben wir noch eine Tür und eine Karte. Was ist das hier? Karte? Sieh dir das an. Eine detaillierte Karte der Nordreiche. Sie zeigt sogar die Einflussgebiete im Lauf der Jahrhunderte. Jetzt schon veraltet. Sieht aus, als würde Moissack etwas in die Hand der Statue legen. Wie wäre es mit einem Becher Met? Statue oder nicht, jeder hat mal Durst. Scheint zu passen. Wer hätte das gedacht? Bing. Moissack liebt Späße auf Kosten anderer. Ich habe den leisen Verdacht, dass man ihn hier findet. Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig und weiblich. Was? Hat er gerade gesagt, er ist riesig und weiblich? Was ist denn bitte ein weiblicher Tannenzapfen? Und die nächste Frage ist, was ist denn ein männlicher Tannenzapfen? Geralt, komm her! Ich hab die Maske gefunden! Was? Wo ist sie hin? Männliche Tannenzapfen mit dem dicken Penis, natürlich. Oh, apropos dicker Moped. Ding, Boss, Apparat. Endlich.
Was? Das klingt nicht gut. Können wir gehen? Hasi? Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Ja, bevor hier Captain, der letzte Riesenbaummann, kommt. Captain Pogesicht. Erdgenius. Eine Falle. Wir sind gefangen. Schön. Gucken wir mal, wie viel Schaden wir hier Captain Erdmann machen. Ach, gar keinen. Weil Captain Erdmann... Au, oh, Hilfe. Oh, er runter. Es geht. Es geht. Ich hatte schon gerade ein bisschen Angst, aber Captain Erdmann... Ist okay. Achso. Moment. Blaue. Hast du das gehört? Geruch. Gas. Gas. Das geht jetzt weg. Noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Komm ich hier weg? Hier ist nix. Kann ich erstmal das Ding wieder mit Feuer wegmachen? Moment. Igni? Der verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus, schnell. Tego, sei was gegrüßt. Immer dir einfällt. Halt dich an mir fest. Die Rätsel können so einfach sein. Ein Loch in mein Kleid gerissen. Warte kurz, ich muss es stopfen. Wo wir beim du Thema Dialoge sind. Ich bitte dich, ich werde eine Nadel verzaubern. Aber dafür musst du es ausziehen, sonst stichst du dich. Warte. Worauf? Wir müssen mit Krach sprechen. Warum? Glaubst du, er vermisst uns? Ich will nicht reden. Denn ich habe dich vermisst. Wo guckt sie hin? Und warum? Und wieso? Und weshalb? Ich hab dich auch vermisst. Was? Wann wirst du dieses Stück Müll endlich verbrennen? Mein Herz wird es nicht verkraften. Gott, oh Gott. So viele Erinnerungen. Verdammt, Geralt. Hast du eine Ahnung, wie viel die kosten? Komm her. Wir müssen uns beeilen. Krach wartet schon. Ach, ich wollte auch schon immer Sex auf dem Einhorn haben. Alter Schwede. Yen, lass die Mähne los. Ich kenn dich doch. Ich lass los und du wirfst uns ab. Lass es bleiben. Schön. Meine Güte. Ich habe dich vermisst. Hab dich auch vermisst. Wir sollten zurück zum Fest. Ich muss mich anziehen. Dreh dich um. Was? Dieses Spiel.
Ja, es ist wie mit dem Kleidgrimm. Das ist, so stopft man Löcher. Da, wo war jetzt die magische Nadel am Werk? Gott, das wird alles nicht besser, was ich sage. Ich brauche eine Pause. Entschuldigung, alles gut. Krachan Kret hat nach euch gefragt. Wir waren draußen, für ein wenig frische Luft. Gut, schön, dass ihr zurück seid. Die Thronanwärter werden gleich vortreten. Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Oh, es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Kenniges Thron zu besteigen. Ich. Oder darf ich das nicht? Zu gut, dieses Spiel. Aber ich habe so viel Spaß, Freunde. Glaubt ihr gar nicht. Herrlich. Herrlich. Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Der Spiel nochmal und da behalte ich es. Ja, also bis jetzt würde ich sagen, ist so mit das Beste dieses Jahr, was ich gespielt habe, neben Bloodborne. Da war Dragon Age ehrlich gesagt dann schon fast enttäuschend. Obwohl es auch ein gutes Spiel war, aber das hier ist irgendwie geiler. Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speakerhook wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie alle mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Immer dieses Reden. Machen. Nicht so viel reden. Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter. Ihre Mutter, wie sie waren. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. Sanfinkol. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Gute Nacht. Wir brauchen deine Hilfe. Ciri ist vermutlich hierher nach Skellige gekommen. Und hat wahrscheinlich den Kataklysmus an der Küste verursacht, auf den die Droiden sich jetzt so konzentrieren. Moissac lässt uns den Schauplatz nicht erkunden. Vor allem mich nicht. Wir haben gekämpft. Wir sind keine Freunde mehr. Mach dir um ihn keine Sorgen. Droiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Arzkellig meine Insel. Und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Danke.
Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Oha. Oha. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Mhm. Riesen, die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Ardskellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Ein Frostriese? Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Feuer. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die: Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Wenn Hjalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Ardskellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Fest. Okay, zwei verschiedene. Wir sehen uns später. Räumlichkeiten bei der Einsprechung des Textes. Gut. 600 XP. Quest abgeschlossen. Echo der Vergangenheit. Kein Level up. Aber viel dürfte nicht mehr fehlen. Speichern wir. Und dann, wie Spike das schon gesagt hat, finale Pipi-Pause für alle, die sich noch eine Cola holen wollen, auch nochmal auf Klo gehen, was ich auch tun werde.